Hallo, ich bin Merle und willkommen zurück zu meinem YouTube-Channel. Heute möchte ich mit euch die One Pack per Room, also die Ein Pack pro Raum Challenge spielen. Im Prinzip ist es eine Challenge, die ich glaube, Vexella ins Leben gerufen hat. Und es geht darum, ein Sims-Haus zu bauen und für jeden Raum eine andere Erweiterung zu benutzen. Es gibt verschiedene Abwandlungen. Ich persönlich werde mir die Packs random generieren lassen. Und werde versuchen, egal welches Pack ich bekomme, einen Raum dafür zu gestalten. So, wir sind jetzt auch schon im Spielen und ich werde zunächst erstmal die Shell, also das Äußere eines Hauses, bauen. Und dann können wir versuchen, das Haus per Packs zu gestalten. So, ich weiß auch noch nicht so genau, worauf ich jetzt achten sollte, wenn ich anfange, ein Haus zu bauen. Also, ja. Ich füge hier vorne mal einen kleinen Eingangsbereich hinzu. Mache es noch ein bisschen größer. Das kann eine kleine Ausbuchtung werden. Das ist halt die Frage. Jetzt gerade hätten wir Platz für eine Tür, die zwei Kästchen breit ist. Ist das eine gute Idee? Oder sollte ich lieber auf eine Tür gehen, die drei Kästchen breit ist? Das sind alles so die wichtigen Entscheidungen im Leben, die man treffen muss, wenn man ein Sims-Haus baut. Ich glaube, hier möchte ich auch da so fast rangehen. Beziehungsweise vielleicht sogar ganz rüber. Mal sehen. Würde ich ein Dach hier raufsetzen? Sehe es gerade so ganz ungefähr so aus. Ich weiß auch gar nicht, ob das schlau ist, jetzt schon ein Dach draufzusetzen oder nicht. Oder ob es erstmal besser wäre, abzuwarten, wie der Stil des Hauses sich entwickelt. Weil kann ja auch sein, dass ich, keine Ahnung, nur irgendwie Vampir- und Zauberer-Packs oder so kriege. Und dass dann der Stil des Hauses einfach so überhaupt nicht dazu passt. I don't know. Vielleicht ist eine mittlere Wandhöhe nicht schlecht. Es würde uns auf jeden Fall den Raum geben, andere Fenster zu benutzen, falls wir die jeweiligen Packs bekommen sollten. Diese Shell ist sehr hässlich. Wie kann ich das besser machen? Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Die Shell ist halt gerade unglaublich klein. Was tendenziell vielleicht nicht schlecht ist. Aber ich weiß nicht, ob es mir... Ah, nein! In dieser Situation gerade weiterhilft. Wenn ich eine... Warum ist mein Fußboden weg? Warum? Why would you do this to me? Oh my goodness. Ich glaube auf... Nein. Auf diesen Bump-Out müsste ich gerade verzichten. Und dann könnte man hier vorne etwas hinzufügen. Vielleicht. Mal sehen. Außerdem werde ich, wenn es etwas wirklich nicht in dem Pack gibt, was ich bekomme, also es gäbe zum Beispiel keine Tür oder so, würde ich dafür dann das Base Game benutzen. Das ist eine Regel, auf die ich mich mit mir selber geeinigt habe. Ich würde halt fast ganz gerne hier noch etwas an die Seite dran stecken. Vielleicht stellen wir das Haus ein bisschen weiter rüber. Also nehmen das Haus und schieben es hier hin. Das war zu weit. Das war definitiv zu weit. Aber egal. Und dann kommt hier noch so eine Erweiterung des Hauses hin. Jetzt habe ich einen viereckigen Raum. Viereckige Räume sind nie gut. Ich meine, es ist immer noch ein Viereck, aber nee, jetzt ist es ein Rechteck. Never mind. Ich weiß, wie Geometrie funktioniert. Das sieht besser aus, denke ich. Meine Meinung dazu. Da kann man auf jeden Fall mit leben. Okay. Also würde ich das hier jetzt als unsere Shell des Hauses definieren. Vielleicht füge ich hinten noch eine Terrasse hinzu. Und dann kann es losgehen mit den Packs würfeln.
Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Floorplan. Den hätte ich gerade beinahe vergessen. Aber zum Glück habe ich mich doch dran erinnert. Was hätten wir nur ohne einen Floorplan getan? Okay, es ist ein kleines Haus. Aber ich glaube, es funktioniert. Kommt halt nur darauf an, welche Packs wir bekommen. Ich habe euch jetzt entführt und zwar auf die Webseite von James Turner, ein ziemlich großer Sims-Tuber. Ich denke, ihr kennt ihn potenziell. Auf jeden Fall hat er auf seiner Internetseite ein sehr nützliches Tool und zwar den Erweiterungspack Random Generator. Man kann im Prinzip sagen, ich möchte 6 Erweiterungen haben, ich möchte alles von allem haben und dann würde der Generator mir die Erweiterung ausspucken, die ich benutzen sollte. So, also das machen wir so aber nicht. Wir werden immer nur ein Pack wählen und je nachdem, welches Pack wir dann bekommen, werden wir es halt ne? Benutzen für einen Raum. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Pack für den ersten Raum an. Jahreszeiten. Okay. Das ist gut. Ich denke, ich würde Jahreszeiten erstmal für das Äußere des Hauses benutzen. Es sieht zwar dann wie so ein Standard-Sims aus. Haus aus. Aber das ist okay. Immerhin kann man mit Jahreszeiten ganz gut arbeiten. Sage ich jetzt. Gleich werde ich wahrscheinlich weinen. Ich weiß noch nicht, was für ein Farbschema am besten ist. Es gibt eine blaue Tür in Jahreszeiten. Gibt es für diesen Swatch Fenster? Das ist eigentlich die hauptsächliche Frage. Ja, ich habe diesen Swatch noch nie benutzt. Wie wäre es, wenn wir dieser Farboption eine Möglichkeit geben? Ich bin zu 100% für die Steintreppen. Sehr schön, dann brauche ich eine Säule und zwar genau hier. Fenster und eine Tür hinten. So. Draußen würde sich halt eigentlich auch eine 3-Kästchen breite Tür anbieten. Oder wir würden eine 2-Kästchen breite Tür platzieren. Weil wir unsere Küchenzeile eigentlich geplant haben. So, bitte gib mir die Farbe, die ich eben hatte, und zwar diese hier. Wie gesagt, keine Ahnung, ob die Farbe so eine gute Idee ist. Wir benutzen sie jetzt. Ich glaube, es gibt keinen Fußboden in Jahreszeiten, oder genau. Das wäre jetzt nämlich dann so ein Beispiel, wo ich dann ein Base-Game-Fußboden platzieren würde. Weil wir halt einfach sonst keine andere Möglichkeit haben. Warum bist du nicht? Danke. So, die Foundation, die wir benutzen müssen, kommt überall hin. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, was wir mit unserem Holzton machen. Ich wünschte, wir hätten ein weißes Holz in Jahreszeiten. Vielleicht benutzen wir auch einfach diese Tapete hier. Ich sagte einfach, aber wir haben ja immer noch das Farbproblem. Das kann ich mir halt ganz gut vorstellen. Vielleicht benutzen wir das hier erstmal. Ist das. Oh, da nicht. Ist das grün? Oder blau? Was ich brauche, ist der Zaun. So. Das ist halt nur die Außengestaltung des Hauses. Das jetzt hier nicht als Gartengestaltung. Darum platziere ich den Zaun jetzt gerade im Garten nicht. Give me some base game. Welches Dach wollen wir denn nehmen? Das hier. Sieht so aus, als wäre es ähnlich wie der Holzton. Was wir auch noch haben in Jahreszeiten ist, glaube ich, ein Schornstein. Ja. Gib mir den Schornstein. Ich habe jetzt einmal eben off-camera den Rest des Hauses gestaltet. Von außen zumindest. Und das ist jetzt unser Jahreszeitenhaus von außen. Dann werden wir jetzt unser nächstes Pack generieren lassen. Und das wird dann wahrscheinlich für die Innenseite des Hauses werden. Toddler Stuff. Okay. Es gibt Außengestaltung. Ich habe gerade beschlossen, dass wir unsere Terrasse mit Kleinkind-Accessoires einrichten werden. Wir nehmen auf jeden Fall einen Tisch. Wir nehmen einen Grill. Das ist halt so ein bisschen Pokern gerade. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch besser wäre, den Garten auch mit Kleinkind-Stuff zu dekorieren, weil wer weiß, was sie sonst so kriegen. Vielleicht muss ich den Garten auch mit Spooky-Stuff dekorieren. Das ist halt so ein bisschen das Risiko der Challenge.
Geht das auf? Wahrscheinlich geht es nicht auf. Oh, doch, das geht tatsächlich direkt auf. Das heißt, wir haben eine random Lichterkette hier vorne dran. Random Lichterketten haben auch ein Recht zu existieren. Dann kommt der Tisch wahrscheinlich doch da so hin. Alter, der hat ganz schön coole Swatches eigentlich. Ich möchte den Picknicktisch haben. Und dann möchte ich gerne ein bisschen Geschirr und so darauf platzieren. Oh, das sind alles so süße Swatches. Ich habe mir die Swatches von diesem Pack noch nie angeguckt. Nein, bitte klipp da nicht rein, Mr. Ballon. Ich möchte doch nur eine süße Geburtstagsparty für meine Kleinkinder hier draußen haben. So, anscheinend gehen wir mit einem grünen Farbschema hier draußen. Also ich könnte hier jetzt ein Puppenhaus hinstellen, aber wer weiß, ob unser Haus überhaupt ein Kind hat und ob wir dann einfach nur so ein random Puppenhaus hier draußen stehen haben. Das existiert. Außerdem glaube ich nicht, dass wir den Anspruch haben können, dass unser Haus tatsächlich gut aussieht. Ich meine, ich werde mein Bestes geben, es zu versuchen, aber meine Hoffnungen sind nicht so groß. Wenn ich dich da in die, hallo, in diese Wand reinsetze. Das geht genau auf. Als ob ich mein Interesse für Kleinkind-Stuff berechnet hätte. Ich meine, ich könnte natürlich noch so ein Panda hier in die Ecke stellen, der sehr wichtig ist. Oh, ich meine, der Bär sieht ein bisschen creepy aus, aber er ist auch fast süß. Das sind wasserabweisende Kissen übrigens. Sieht das süß aus oder sieht es einfach nur komisch aus? Ich weiß nicht, der Teppich liegt da jetzt. Das hier ist unsere Kleinkind-Accessoires-Terrasse. Lassen wir uns das nächste Pack generieren. Was wird das sein? Bitte gib mir irgendwas Gutes. Spa Day, interessant. Wir werden Spa Day sowas von für das Badezimmer benutzen. Wenn ich die Gelegenheit vom Spiel bekomme, gute Fliesen zu haben, dann werde ich die Gelegenheit vom Spiel nutzen, gute Fliesen für mein Badezimmer zu haben. Genau, danke. Spa Day, das ist dein Out. Spa Day. So. Erstmal brauche ich eine Lampe. Die Deckenlampen von dieser Erweiterung sind halt besonders. Ich möchte nur erstmal die Basic-Sachen platzieren. Eine Tür. Sekunde, ich brauche eine Tür. Das ist halt die Tür, die so ein bisschen durchsichtig ist. Und außerdem möchte ich eigentlich keine gegenderte Tür mehr im Badezimmer haben. Aber die andere Option wäre eine komplette Glastür. Und ich weiß nicht, ob es das so viel besser macht. Ich meine, die gäbe es halt immerhin mit so angedeutetem Frosted Glass. Aber wir haben eine genderneutrale Toilette in unserem Haus. Wer hätte damit gerechnet? Es würde sich anbieten, eine Badewanne zu nehmen. Was auch ganz cool wäre, ist, wenn wir die Toilette irgendwie hier so hin babschen würden. Und dann hier zwei Schränke mit zwei Wasch... never mind. Aber ich glaube, diese Waschbecken snappen tatsächlich aneinander. Es ist die Frage, ob ich das so machen möchte. Ich meine, wir können die Toilette auch hier so in die Mitte platzieren. Aber ich glaube, viel besser macht es das nicht. Aber dann kann ich wenigstens den Spiegel hier nicht benutzen, weil er zu groß ist. Wir können die Spiegel dahinter platzieren. Ich darf halt nicht mal Toilettenpapier in meinem Badezimmer haben. Vielleicht ändere ich die Regeln und beschließe, dass ich Toilettenpapier platzieren darf. Mal sehen. Handtücher. Oh. Yes. Ich platziere mir gerade Sachen auf dem Boden, die ich gleich auf meine Badewanne und so stellen möchte, übrigens. Ich brauche noch irgendwie eine Ablage. Der ist mir zu groß. Das hier, oh, das ist auch ganz schön groß. Aber das hier ginge vielleicht, weil ich glaube, dass die Sims über diese Seite in die Badewanne einsteigen. Ich bin mir nie so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie steigen da ein, wo der Wasserhahn ist. Wir brauchen definitiv irgendwas hier in der Wand. Und wenn das das Beste ist, das ich finden kann, dann hängen wir das hier an die Wand. Ich möchte doch nur einen Teppich vor der Badewanne haben. So, ich platziere meine Handtücher jetzt hier drauf. Und ich werde auch diese Pflanze da drauf platzieren. In einem kleiner. Einem Tick kleiner. So. Darf ich dich da so draufziehen? Nein, du snapst. La la la.
Ich weiß nicht, ob das ein guter Platz ist. Aber wir werden das ausprobieren. Mein Spiel hat sich gerade minimiert. Dieses Objekt, dieses Räucherstäbchen, ist so gefühlt das gefährlichste Objekt, das es in Sims 4 gibt, weil es so leicht anfängt zu brennen. Aber das ist nicht mein Problem. Was es in Spa-Day tatsächlich nicht gibt, sind Vorhänge. Was schade ist. Aber so groß sind die Fenster ja gar nicht. Und das war unser erster Raum. So, weiter geht's mit Moschino-Stuff. Oh. Mal sehen. So, das hier ist Moschino-Stuff. Es ist theoretisch ein Pack für ein Fotostudio. Ich werde dieses Haus aber nicht in ein Fotostudio verwandeln. Von daher muss ich überlegen, was ich stattdessen damit anfange. Es würde sich wahrscheinlich am ehesten das Wohnzimmer anbieten. Also so dieser Bereich hier. Oh nein. Mir fällt gerade auf, dass es Tapeten in Moschino Stuff gibt, aber ich will die Tapeten nicht benutzen. Aber auf jeden Fall werden wir das Wohnzimmer damit gestalten müssen. Ich werde aber einen Base-Game-Fernseher platzieren, weil es in diesem Pack keinen Fernseher gibt. Ich habe das Gefühl, diese Seite davon offen zu lassen. Erstmal brauche ich eine Lampe. Und zwar die einzig wahre Moschino-Lampe. Es wäre halt echt cool, das so zu machen. Darf ich das machen? Ja, darf ich. Ich glaube, hier kann man einen Fernseher drauf platzieren. Und das werde ich tun. Diese Wand bietet sich doch perfekt an für dieses Bild. Ich habe gerade vergessen, meine Aufnahme zu starten. Ich habe City Living als nächstes bekommen. Ich habe das Gefühl, dass gleich sowas kommen muss wie Reich der Magie oder so. Und ich dann mein Schlafzimmer oder meine Küche damit einrichten muss. Und das würde irgendwie alles kaputt machen. Den nicht vorhandenen Stil dieses Hauses. So, ich denke, das hier ist aber erstmal unser Esszimmer. Das heißt, ideal wäre es jetzt noch zwei Schlafzimmerpacks zu bekommen. Und eine Küche. Und einen Garten. Mal sehen, ob das alles so funktioniert. Lass es uns herausfinden. Island Living. Ich befürchte, wir müssen es als Schlafzimmer machen. Und das ist okay. Immerhin gibt es was angedeutetes Grünes in diesem Pack. Und es gibt Tapeten und Fußböden. Und es gibt sogar Vorhänge. Ich meine, was will man denn wirklich mehr? Bada boom, bada bang. Hier muss das Grün leider eher ein Türkis werden. Aber das ist okay. So. Ich würde diese Pflanze gerne irgendwie benutzen. Wir könnten sogar einen Ventilator ins Schlafzimmer packen. Ist vielleicht ein bisschen Overkill. Aber so, ne, die Sommer werden immer wärmer. Ich glaube, es ist nicht mal eine blöde Idee, sich einen Ventilator ins Schlafzimmer zu packen. Plus der Fußboden hier sieht fast genauso aus wie der von Großstadtleben. Tapetenmäßig sticht das Zimmer hier leider ein bisschen raus. Allgemein stilmäßig sticht das Zimmer hier leider ein bisschen raus. Aber das ist okay. Was hängen wir übers Bett? Zwei von denen? Ist das creepy? Ist mir eigentlich egal. Eine Tür. Wie wär's mit der Schiebetür? So, es gibt nicht so viel Deko in diesem Pack. Ich meine, die kriegen auf jeden Fall Sonnencreme auf den Nachttisch, was auch immer die mit der Sonnencreme machen. Das ist eigener Interpretationsspielraum. Eine Vase. Eine Vase ist doch sehr wichtige Nachttischdeko.
Dieses Ding können wir auch da hinstellen. Was wir machen können, ist den Kokosnussstuhl hier in die Ecke stellen. Uns fehlt noch eine Deckenlampe. Ich dachte gerade die ganze Zeit, warum ist es so dunkel hier drinne? Was kann ich dagegen tun, dass es so dunkel hier drin ist? Aber wir es einfach mit einer Deckenlampe. Damit ergibt unser Ventilator aber keinen Sinn mehr. Oh, das war die Lampe. So, jetzt sieht man auch was von diesem Zimmer. Das ist doch der Traum. So, damit ist unser Inselleben-Schlafzimmer dann vollständig. Die Situation spitzt sich zu. Ich brauche nur noch eine Küche, ein Schlafzimmer und einen Gartenbereich. Potenziell. Mal sehen. Was werden wir kriegen? Moschino-Stuff hatten wir schon. Also drehen wir nochmal. Waschtag. Waschtag hat weder mein Schlafzimmer noch eine Küche. Ich meine, wir haben hier vorne ja auch noch eine Terrasse. Laundry Day. Also was wir machen könnten, ist, ich glaube, erstmal die Terrasse ein Kästchen größer machen. Und vielleicht hier einen Rand schieben. Ich glaube, das gefällt mir besser. Und dann kann hier eine kleine Sitzbank hin. Guck mal, es gibt sogar Grün in der Erweiterung. Das ist doch hübsch, ist vielleicht ein starkes Wort. Aber das ist doch wenigstens etwas. Einen Türkranz. Es gibt halt keinen Couch, doch es gibt den hier, aber es gibt halt keinen kleinen Couchtisch oder Beistelltisch oder irgendwas, das ich gut benutzen könnte. Was sehr schade ist. Aber wir können die hier noch hinstellen. Von mir aus kann neben die Haustür auch noch einen Tisch, falls Mama nicht so schnell zur Tür kommt und Omi zu Besuch kommt und sich hinsetzen möchte oder so. Das hier kann vielleicht eine Türmatte werden. Und Besen. Besen können wir auch sowas von an die Wand hängen. Meine Güte, das wird auch nicht besser hier. Das ist unser Haus jetzt von außen und von vorne. Ich habe die Treppen gelöscht. Die werde ich noch einmal kurz wieder neu platzieren. Es ist halt von außen so rustikal und DIY und Kram und dann kommst du halt rein und es ist halt so übelst modern. Was ich jetzt immer noch brauche, ist eine Küche und ein Schlafzimmer. Was wird das sein? Vintage Glamour Stuff. Ein Schlafzimmer. Okay, das heißt, für den nächsten Raum werde ich so häufig auf Random drücken, bis ich irgendein Pack gefunden habe, in dem es eine Küche gibt, wo es einen Herd und einen Kühlschrank drin gibt. Oh nein, es gibt Tapeten von dem Pack. Nicht? Ach, warte, ich bin auf Fußboden. Oder ich wollte doch gerade sagen, es gibt diese Tapeten. Ach ja, dieses Pack und ich, wir haben auch eine Hass-Liebe-Beziehung. Das hier ist ein. Oh nein, das funktioniert nicht. Ich habe ein Problem. Ein Problemchen. Ich glaube, wir können doch nur ein Regal im Wohnzimmer haben. Weil ich noch eine Tür in mein Schlafzimmer brauche. Ein klassischer Kronleuchter als Deckenlampe. Es gibt keine einzelnen Betten, also kriegt unser Sim hier auf jeden Fall ein Doppelbett. Aber es gibt, warte, es gibt Vorhänge. Wow, mein Glückstag. Mein tatsächlicher Glückstag. Ich möchte halt das Gold eigentlich nicht unbedingt verwenden. Aber ich glaube, ich werde nicht darum herumkommen, für Vintage Glamour Gold zu verwenden. Es ist halt genau vorm Fenster, was sehr bedauerlich ist. Wir brauchen einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Kleiderschrank. Übrigens wohnt anscheinend doch eher so ein Teenagerwesen in diesem Zimmer. Und kein Kind. Ich glaube, ich werde die Ottomane am Ende des Bettes platzieren, aber auch nur, damit da etwas ist. Hier kommt definitiv dieses Poster übers Bett. Ein Spiegel. Und das ist noch sehr dunkel hier drinne.
Vielleicht nehmen wir die Lampe und hängen den Spiegel stattdessen dahin. Vielleicht muss ich das andere Bett benutzen. Das ist aber so. Das ist hässlich. Die Farboptionen sind sehr schrecklich. Aber immerhin sieht alles einheitlich schrecklich aus. Und das ist doch das Ziel. Was ich mich halt wirklich frage ist, wieso es die türkisen Vorhänge nur mit diesem Knallgold gibt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Und ich wünschte, ich könnte sagen, oh, irgendwas werden die sich dabei schon gedacht haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie sich nichts dabei gedacht haben. Und warum ist das Türkis so dezent anders? Das ist schmerzhaft. Dieses ganze Zimmer ist schmerzhaft. Was haben wir für Tapetenoptionen ansonsten? Ich glaube, das kann ich nicht machen. Ich glaube, das hier ist schon unsere beste Option. Okay, grausam, schrecklich, aber egal. Es ist halt so. So, uns fehlt jetzt noch eine Küche. Um das Ganze ein bisschen leichter zu machen, habe ich jetzt nur die Packs aktiviert, wo es eine Küche drinne gibt, die wir noch nicht benutzt haben. Darum ist zum Beispiel Wellness-Tag nicht mit in der Liste. Also ist das hier unsere Auswahl. Ach so, und Großstadtleben auch nicht, weil wir Großstadtleben ja schon fürs Esszimmer benutzt haben. Let's go. Ich hätte halt echt jede andere Küche lieber genommen. Aber das Spiel hat gesprochen und das ist unsere Challenge. Und das ist doch das Schöne daran. Dass man die Hoffnung hatte, dass man vielleicht sogar ein Haus hat, das irgendwie in einen Stil fällt. Und dann bekommt man das hier. Einfach nur hübsch. Ich glaube, ach nee, die gibt es nicht mal in grün. Die Vampirschränke hätte es ja wenigstens in grün gegeben. Diese hier gibt es nicht in grün. Wir können sie immerhin in dieser Farboption nehmen. Und den Herd und den Kühlschrank können wir in grün machen. Es gibt halt nicht mal Oberschränke für diese Küche. Es gibt halt echt nicht viel brauchbaren Küchenkram in dieser Erweiterung. Aber so ist das Leben. Die Kräuter können wir mit Sicherheit noch irgendwie benutzen. Den Läufer können wir vielleicht noch hier vorlegen. Und ich glaube, den Rest werden wir uns aus dem Base Game stibitzen müssen. So leid es mir tut. Eine Tapete werden wir als Hintergrund nehmen müssen. Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Aber es gibt ja immerhin diese Fliesen in diesem Pack, die man halt so überhaupt nicht sieht. Was wir stattdessen machen könnten, wäre diese Steine zu platzieren. Ich brauche Oberschränke. Sie werden weiß sein müssen. So, diese Küche kriegt ein Waschbecken, aber ein anderes Waschbecken. Zum Beispiel das hier. Und einen Mülleimer. Gäbe es einen City Living? Nein. Okay. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel den hier. So, also das hier ist jetzt unser finales Haus. Das sieht von außen okay aus, finde ich. Ich gehe einmal ganz schnell durch, um zu zeigen, welche Packs wir jetzt verarbeitet haben. Wir haben City Living, Großstadtleben. In unserem Esszimmer, Flurbereich. Wir haben Reich der Magie in der Küche. Darüber hinaus haben wir Moschino-Accessoires im Wohnzimmer. Wellness-Tag im Badezimmer. Wir haben ein Gäste- oder Teenagerzimmer mit Vintage Glamour. Ja, das ist definitiv nicht mein Lieblingszimmer des Hauses. Und wir haben ein Schlafzimmer mit Inselleben. Das Zimmer mag ich ganz gerne. Es ist halt Inselleben.
Darüber hinaus haben wir hier vorne auf unserer Terrasse Waschtag-Accessoires und hinten auf unserer Terrasse Kleinkinder-Accessoires. Und einen Garten voll mit romantischen Garten-Accessoires. Ja. Und das ist unser Haus, welches von außen mit Jahreszeiten bestückt ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde das Haus in meiner Galerie hochladen, falls Interesse bestünde, das runterzuladen und zu renovieren oder so. Ich kann die Challenge auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist sehr lustig, ein Haus zu bauen, was man nicht zu ernst nimmt und einfach nur Spaß damit zu haben. Auch wenn man es nicht für irgendeine Plattform aufnimmt oder so. Ich finde die Challenge allgemein sehr lustig. Mir hat sie Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch beim Zugucken Spaß gemacht. Und falls ihr Interesse habt, mehr von mir zu sehen, könnt ihr euch entweder die anderen paar Videos angucken, die ich bisher hochgeladen habe, oder bei meinen Twitch-Streams vorbeischauen. Ich bin sehr häufig, so häufig wie ich kann, mit Sims unter anderem meistens auf Twitch live. Und da können wir weiterreden und Spaß haben. Genau, aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Morgen oder Abend oder was auch immer und bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.